Liebe Brüder und Schwestern, man hat so den Eindruck, wenn man das Evangelium heute hört, Petrus und die Jünger, sie haben eigentlich nicht so recht gewusst, was sie jetzt machen sollen. Ja, und Petrus tut das, ja, was er früher immer getan hat, was er gelernt hat, was er gut kann. Er geht fischen. Wie damals, bevor er Jesus kennengelernt hat, bevor Jesus ihn berief in seine Nachfolge. Denn sie waren ja noch nicht zum Glauben gelangt, dass Jesus auferstanden ist. Ja, diese Wirklichkeit, sie ist noch nicht wirklich so richtig eingedrungen in ihr Bewusstsein. Sie haben das noch nicht so richtig realisiert, dass Jesus wirklich lebt. Und so kehren sie zurück zum Anfang sozusagen. Aber Jesus ist schon da und er kennt das Herz des Petrus, er kennt seine Apostel, er kennt auch uns. Ja, er schickt uns sozusagen manchmal wieder zurück zum Anfang. Er macht sozusagen mit seinen Aposteln einen Neustart. Ja, wie beim Computer, so ähnlich. Herunterfahren, neu starten, kommt da manchmal so eine Meldung, wenn man beim Computer sitzt. Man kann das so vergleichen mit dieser Pädagogik Jesu, mit dieser Pädagogik Gottes. Wir brauchen Zeit, um etwas zu kapieren, zum Lernen. Und so beginnt der Herr von Neuem. Er wird nicht müde, ja, seine Lektionen zu wiederholen, denn er ist ja die Liebe, die Barmherzigkeit. Er hat Geduld mit seinen Aposteln, mit Petrus, auch mit uns. Und ich denke, so ein Neustart kann auch eine Beichte sein. Wieder neu sein Leben überdenken, Rückschau halten und sich wieder neu bewusst machen. Ja, wieder neu dem Herrn begegnen in seinem unfassbaren Erbarmen. Denn die Beichte ist ja das Sakrament der Barmherzigkeit. Ja, der Herr reinigt uns sozusagen wie seine Apostel. Er erneuert den Glauben, so wie es dieses Virenschutzprogramm im Computer gibt, wo sozusagen der Computer so programmiert ist, dass er runterfährt, ein Update macht und dann das Programm wieder neu gestartet wird. Ja, der Herr möchte auch mit uns immer wieder neu starten. Und ein wunderbarer Neustart ist wirklich die Beichte, wo man ganz gereinigt wird von allen Sünden, von allen Viren, von allen Spam-Mails wie beim Computer, die unbrauchbar oder schädlich sind. Er startet neu das Programm seines Heils, der Heiligung mit uns. Er möchte ja unser Leben erfüllen, verwandeln, heiligen. Er startet neu sein Heils- und Rettungsprogramm mit jedem ganz persönlich und erwartet auf uns. Wenn wir manchmal den Eindruck haben, so wie der Apostel, wie Petrus, ja, ich habe mich vergeblich abgemüht, die ganze Nacht gearbeitet, mich eingesetzt, meine Kräfte verbraucht und nun ist die Nacht vorüber, der Morgen ist da, und die Netze sind leer. Die Mühe scheint vergeblich. Der Krafteinsatz hat sich nicht gelohnt. Aber der Herr, der Auferstandene, ist immer da. Er wartet auf uns. Ja, die Nacht, das Dunkel, der Zweifel,
Die Einsamkeit, die Orientierungslosigkeit geht vorüber. Ja, diese Nacht, in die uns manchmal unsere Sündhaftigkeit hineinbringt, hineinstürzt in das Dunkel, wo wir das Licht nicht mehr sehen. Aber der Herr kommt uns zu Hilfe in seinem unfassbaren Erbarmen, Jesus der Auferstandene. Er ist dieses Licht des neuen Morgens, das wahre Licht unseres Lebens, die Sonne unseres Heiles. Ja, und wenn Jesus die Sonne ist, dann ist Maria die Morgenröte unseres Heils. Sie geht sozusagen der Sonne voraus. Sie bringt uns, Jesus, das wahre Licht. Sie bittet immer für uns. Aber der Herr ist da und er lädt uns ein zu seinem Mahl, wie seine Apostel. Er hat Hunger nach unserem Glauben. Er sagt uns, hast du nicht etwas zu essen? Ja, der Herr weiß ja natürlich, dass die Apostel nichts gefangen haben, dass sie nichts haben, aber dem Herrn hungert nach unserer Liebe, nach der Gemeinschaft mit uns. Er möchte, dass wir ganz eins werden mit ihm. Er hungert nach unserem Glauben, nach unserem Vertrauen. Deswegen lädt er uns auch jetzt ein, in dieser Stunde zu seinem Mahl, jetzt in dieser heiligen Messe und sagt uns, komm und iss, sättige dich. Stille deinen Hunger, deinen Durst, denn ich selber bin das wahre Brot vom Himmel. Ja, dieses Brot und dieser Fisch, der da am Kohlenfeuer brennt, wie wir heute im Evangelium gehört haben, ist ein Bild für Christus, für seine Hingabe an uns, für alle Menschen, für sein Kreuzesopfer, für seinen Tod, aber auch für seine Auferstehung und für dieses neue Leben, das der Herr uns schenkt. Lassen wir uns neu erfüllen von der Kraft des Herrn. Und wenn sozusagen unsere Batterien, unser Akku wie beim Computer oder beim Handy einmal leer ist, dann lassen wir uns neu aufladen vom Herrn. Er ist diese unversiegbare Kraftquelle, diese Stromquelle, die immer da ist, die unerschöpflich ist. Lassen wir uns erfüllen von seiner Gegenwart, von der Kraft des Heiligen Geistes, ja von seinem Feuer. Lassen wir uns neu entflammen von seinem Geist, mit dieser göttlichen Kraft erfüllen. Dann wird sozusagen auch unsere Denkweise, unser Programm, das wir manchmal so im Kopf haben, korrigiert. Und die wichtigste Korrektur ist die, dass Jesus nicht tot ist. Ja, das ist die grundlegende Korrektur unseres Lebens, unserer Denkweise. Jesus, der Rabbi aus Nazareth, der Herr, er liegt nicht tot im Grab. Er ist zwar gekreuzigt worden, ins Grab gelegt worden, aber er hat das Grab geöffnet, aufgesprengt, weil er selber Auferstehung und Leben ist. Und diese grundlegende Korrektur unserer Denkweise ist wichtig, damit wir unser Leben auf das wahre Ziel ausrichten, damit wir nicht in die Irre gehen, damit dieses Programm nicht in die falsche Richtung läuft, damit wir sozusagen auch die richtigen Grundlagen haben, die richtigen Prioritäten setzen, ja, die fundamentalen Prämissen unseres Lebens treffen und auf Jesus vertrauen, der auch uns neues Leben schenkt. Ja, unser Leben endet nicht mit unserem Sterben. Wir sind für die Ewigkeit geschaffen. Und der Herr, er geht mit uns. Er möchte unsere Speise sein, uns erfüllen mit seinem Geist. So können auch wir Zeugen sein für seine Auferstehung, Zeugen des Evangeliums.
Ja, wir können dieses Evangelium bezeugen, allen Völkern, allen Nationen, für die auch diese 153 Fische im Netz dastehen, ein Bild für die ganze Menschheit. In seiner Kraft, durch seine Gnade, denn der Herr, er lebt, er ist der Retter, er ist der Erlöser und er ist mit uns auf all unseren Wegen und in allen Augenblicken unseres Lebens. Amen.